did you feel in that moment? Yeah, did you see me? Yeah, crazy, we went crazy. Hat ja fast vergessen, wie gut sich das anfühlt, mal endlich wieder mit einem Sieg in die Woche zu starten und damit gute zusammen. Schön, dass wir wieder alle hier sind. Grüße aus dem Studio 11 am Bruchweg. Hier sind die 05er News vom Wochenende. Ja, man weiß ja fast gar nicht, wo man jetzt genau anfangen soll. Rote Laterne abgegeben, Bundesliga-Premierentor für Jeremiah Saint-Just und das, obwohl die Mannschaft angeblich ja so schlecht mit Nackenschlägen umgehen kann. Ja, dann hätten wir noch einen Robin Zentner, der quasi aus der kalten Hose den Sieg festgehalten hat. Oder die gefeierte Rückkehr von Adam Jolloy, aber immer alles schön der Reihe nach. Wirklich in der ersten Halbzeit echt ein kompaktes Spiel gemacht mit einer guten fußballischen Qualität. Sind zu Recht 1-0 Führung gegangen, haben dann zweite Halbzeit ein bisschen den Faden verloren. Hertha war einfach dann schon konsequenter und auch besser in den Angriffen und haben dann nicht unverdient aber das 1-1 bekommen. Und dann hast du schon die Chance und musst du erstmal einen Schluck nehmen aus der Flasche. Auch nach 1-1, ich war riesen enttäuscht in dem Band, weil wir haben so viel investiert. Das hat man gesehen, dass die Mannschaft auch in der ersten Halbzeit, auch zweite Halbzeit so viel kam gegen eine topbesetzte Berliner Mannschaft. And then you concede the 1-1 like very late in the game. And then you know it get in your mind, the fans, everybody. But then the players on the field, we need to stick together. And yeah, maybe a last chance will come. And it came for me. Und dann dieser perfekte Eckball im Endeffekt, wo Jeremiah den da reinschmeißt. Und das Gefühl von der Bank, wenn der Ball dann hinten in diesem Netz reingeht, ja, das ist ja Wahnsinn. Ein großer Faktor für den Erfolg war zweifelsohne Keeper Robin Zentner. Bundesliga.de zählt 16 Torschüsse für die Hertha. Einer war drin und gefühlt mehr als die Hälfte aller anderen brandgefährlich. Aber unser Flo Müller-Ersatz hat sie alle entschärft. Einfach so in seiner Selbstverständlichkeit in der Kiste zu stehen, das ist hohe Qualität. Ja, einfach wie er die gerade in der ersten Halbzeit auch diesen Ball von Selke, wie er dann wirklich ganz ruhig stehen bleibt und runtergeht und einfach sich groß macht und einfach uns auch im Spiel gehalten hat in der zweiten Halbzeit. Ach, Riesenkompliment, aber muss man uns dazu sagen, hat uns jetzt aber auch nicht gewundert, weil der Robin einfach ein richtig guter Charakter sowieso ist, aber auch ein guter Torwart und genauso wie der Flo und genauso wie der Finn Dahm und der Oma, die pushen sich alle gegenseitig. Wir brauchen jeden Einzelnen im Kader und das war heute sinnbildlich dafür. Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. Also ich denke, die ganze Mannschaft hat heute größtenteils, also gerade vom Willen her, vom Kämpferischen her, ein gutes Spiel gemacht. Und dann muss fußballerisch noch ein bisschen besser werden und dann, denke ich, können wir auch wieder Spiele gewinnen. Optimal abgerundet wurde dieser vierte Spieltag für alle Mainzer mit der gefeierten Rückkehr, mit der Heimspielpremiere von Adam Jolloy. Der Ungar, der sendete erst auf den Platz und dann auch nach seiner Auswechslung noch von der Bank aus wichtige Impulse an die Kollegen, war immer anspielbar, viel unterwegs und ein ständiger Unruheherd. Genau deswegen ist er wieder zurück in Mainz. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich bin zum Warmmachen rausgelaufen und es ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, als Ausländer in Deutschland so begrüßt zu werden und solche positive Energie zu bekommen. Ich bin sehr, sehr dankbar und es war eine der schönsten Nachmittage in dem letzten Jahr. Einfach schön, dass er wieder da ist, der Adam. Ja, und da, wo es hingehört, ist ab sofort auch die Lego-Variante unserer Opel Arena. Nämlich in der Opel Arena. Joe Bryant, a.k.a. Away Day Joe, ein 11 Jahre alter Lego-Architekt aus England, baut gerne Fußballstadien nach, eben aus Lego. Und wir sind die Ersten in Deutschland, die jetzt eine Lego Arena gekauft haben, um sie in die echte Arena zu bringen. Bitte schön. It's quite exciting, really, because it's just, it feels like it's different. I want to see how close to the real thing it is. It took 2 weeks to build and it was quite hard from pictures. The roof and the strings, because they can, they're quite delicate if you move the roof up too much. They sort of invite me out after they've seen like the stadium on YouTube or Twitter. I don't really know as much because my dad runs my Twitter.
Also sieht echt toll aus. Vor allem in echt. Werft mal einen Blick drauf. Wenn ihr zwischen Fanshop und VIP-Aufgang entlanglauft, steht es direkt hinter der Glasfront im Treppenhaus zum VIP-Bereich. Ja, und wenn ihr dann schon mal an der Arena seid, könnt ihr das auch direkt mit einem Besuch hier am Bruchweg verbinden. Zum Beispiel, um ein Training der Profis anzuschauen. Aufgrund der kurzen Woche gibt es allerdings nur eine öffentliche Einheit und die ist am Dienstag um 11 Uhr. So, bleibt noch der Blick auf den Nachwuchs. Die U23 verliert zu Hause gegen Gießen mit 1:3. Die U19 gewinnt auswärts 2:0 in Freiburg, übernimmt damit vorläufig die Tabellenführung. Allerdings mit einem Spiel mehr als der Tabellenzweite. Die U17 ebenfalls auswärts erfolgreich 2:0 in Karlsruhe. Feiert damit den 4. Sieg in Serie und klettert auf Tabellenplatz 2. So, und damit würde ich sagen, sehen und oder hören wir uns diesmal am Freitag schon wieder. Anstoß auf Schalke um 20.30 Uhr. Und wenn ihr es nicht mit hinschaffen solltet, wie immer live dabei 05er FM, der ist der Wege reinhören. 90 Minuten komplett in voller Länge und ein bisschen mehr. Bis dahin, macht's gut, wir machen's nämlich auch.